Herzlich willkommen. In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie Ihre Bosch Smart Home Lichtrollladensteuerung 2 als Rollladensteuerung in Ihr Bosch Smart Home System einbinden können. Die Bosch Smart Home Lichtrolladensteuerung 2 kann als Licht- und als Rollladensteuerung verwendet werden. Als Rollladensteuerung können Sie damit Ihren elektrischen Rollladen, Ihre elektrische Jalousie oder ähnliche Beschattungselemente unsichtbar nachrüsten und anschließend smart steuern. Die Installation als Lichtsteuerung wird in einem anderen Video gezeigt. Für die Installation brauchen Sie die Rollladensteuerung, eventuell passendes Werkzeug sowie einen bereits installierten Smart Home Controller und ein Smartphone mit Bosch Smart Home App. Schalten Sie vor der Montage den Strom ab. Die Rollladensteuerung wird hinter dem vorhandenen Schalter montiert. Die Mindestdosentiefe beträgt 50 mm. Wir empfehlen die Verwendung einer Dose mit mindestens 60 mm Tiefe. Ein Neutralleiter und eine nicht geschaltete Phase müssen vorhanden sein. Die Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Nutzen Sie am besten den einfachen Installationsservice für Ihre Bosch Smart Home Rollladensteuerung. Verkabeln Sie die Bosch Smart Home Rollladensteuerung je nach gewünschter Schaltungsart gemäß der Anleitung. Sobald die Verkabelung abgeschlossen ist, können Sie den Strom wieder anschalten. Starten Sie nun die App. Sie führt Sie in einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung ans Ziel. Wählen Sie über den Menüpunkt Mehr unter Geräte die Option Gerät hinzufügen und markieren Sie Smarte Rollladensteuerung. Drücken Sie Scannen für die automatische Einbindung des Gerätes in das System. Scannen Sie den QR-Code auf dem beiliegenden QR-Code-Sticker. Und wählen Sie aus, ob Sie einen Rollladen, eine Markise oder eine Jalousie anschließen möchten. Das Gerät wird nun automatisch angelernt. Wenn nötig, starten Sie den Anlernmodus über die Systemtaste oder bei bereits verbauten Geräten über den Schalter neu. Legen Sie in der App fest, ob die Steuerung hinter einem Taster oder einem VIP-Schalter installiert wurde. Testen Sie bei einem zweigeteilten Schalter die Belegung und passen Sie sie gegebenenfalls an. Testen Sie anschließend die Signalstärke. Wählen Sie in der App noch einen Raum aus der Liste oder erstellen Sie einen neuen Raum und geben Sie einen Namen für Ihr neues Gerät ein. Aktivieren Sie bei Bedarf die Kindersicherung. Es wird nun automatisch ein Testlauf zur Kalibrierung gestartet. Und schon sind Sie fertig. Haben Sie noch Fragen? Informieren Sie sich auf unserer Webseite oder in der Bosch Smart Home Community.